Natalie mit euren neuen Wochenkarten für die kommende Woche. Ich habe die erste Karte hier liegen, zur linken. Da heißt es Selbstliebe. Genau. Die Selbstliebe ist für die Woche wieder ganz besonders wichtig. Darf ich euch weitergeben? Denn wir schleppen öfter mal eben Dinge und Geschichten und altes Zeug mit uns rum, das uns so ein bisschen in die Stimmung verbringt, wir hätten irgendwas falsch gemacht. Ja, und der Meinung sein lässt, wir hätten irgendwas mal irgendwann falsch gemacht. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir einsehen, dem ist nicht so. Im Prinzip sollten wir einfach wesentlich mehr Mitgefühl mit uns selbst haben und da wirklich mal gucken, was ist es denn, was uns da tatsächlich so ein bisschen die Stimmung verhagelt oder wo wir so ein bisschen mit uns zu kämpfen haben, wo es so ist, dass wir uns immer wieder die gleichen Sachen vorhalten oder zum Teil eben auch Sachen aus der Vergangenheit hernehmen, irgendwie in der Kindheit was erlebt haben, was uns so ein bisschen in eine Meinung über uns selber aufgedrückt hat und die verfolgen wir seither. Ja? Also guckt da mal so ein bisschen hin, was euch bewegt, was euch in irgendeiner Form, soll ich sagen, ein bisschen runterzieht, was da so ein bisschen aus der Vergangenheit ist. Wir sollen an sich, sagen sie, nicht groß in der Vergangenheit rumwühlen, sondern eigentlich jetzt hier und heute im Moment mal gucken, was ist es denn eigentlich, was wir über uns denken und wie wir uns wirklich sehen. Ja, auch im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Wie sehen wir uns wirklich? Was denken wir wirklich von uns? Und da sollt ihr bitte die Woche mal ganz, ganz arg hingucken. Die mittlere Karte sagt, dass euch das, die Machtkarte, sagt, dass ihr euch dadurch natürlich selbst wieder sehr, sehr viel mehr ermächtigt, Verantwortung für eure eigenen Situationen zu übernehmen. Das heißt, im Klartext, euch wird wieder viel mehr klar, wie mächtig ihr eigentlich seid, was ihr mit euren guten Gedanken, mit einem besseren Selbstbild, was ihr da alles in die Gänge bringen könnt. Das ist unglaublich, ja? Also seid euch da wirklich mal auf der Spur, was denkt ihr wirklich über euch selbst und bessert das bitte aus, peu à peu, ganz, ganz wichtig, sagen sie, weil dadurch habt ihr so viel mehr Power, ihr habt so viel mehr Anziehungskraft auf positive Seiten, auf positive Seiten auch anderer Menschen, auf positive Situationen, auf ja, alles, was ihr euch eben wünscht. Ja, das wird dadurch definitiv auf jeden Fall verstärkt und positivst beeinflusst. Ja, ganz wichtig. Guckt, was ihr selber über euch denkt und seid euch sicher, beziehungsweise lasst euch von der geistigen Welt bitte sagen, dass ihr geliebteste Kinder seid, ja, und dass ihr letzten Endes wirklich keinen Fehler machen konntet. Ihr habt Erfahrungen gemacht, ihr habt Sachen getan, immer, ja, so wie ihr es bestenfalls machen hättet können, da gibt es keine Fehler, ja. Ihr habt daraus gelernt oder eben auch neue Sachen daraus bestellt. Viele Dinge sind in Absprache mit Leuten, mit den Leuten, die da beteiligt waren, gelaufen. In Absprache ist ein wichtiger Punkt. Ja? Also bitte seht das. Und die dritte Karte spricht dann eben von einem Neubeginn. Ganz wundervollerweise, weil ihr dürft jetzt einfach mal alles echt gehen lassen. Ihr braucht euch da nicht mehr drum zu kümmern jetzt. Ja? Und ihr braucht im Prinzip einfach nur zu gucken, was ist hier heute und jetzt die Schwingung, die ich bezüglich meiner eigenen Person da fahre? Und die gilt es einfach jetzt Stück für Stück zu verbessern. Ja? Sich selber da in besserem Licht sehen, sich wirklich da mit schönen Dingen beschäftigen, die einem gute Laune, gutes Gefühl beschert und darüber, über das gute Gefühl, sich dann wieder angucken und dann sehen, okay, alles klar, jetzt kann ich mich selber schon wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, in besserer Weise sehen. Ja? Mit eurer steigenden Schwingung steigt auch die tolle Sicht auf euch selbst. Also, was lernen wir draus? Ihr sollt natürlich, wie ich es immer sage, dran feilen
und dran üben, euch gut zu fühlen, denn das ist wirklich das Allheilmittel für alles. Ja, ihr Liebsten. Also, ich wünsche euch mit der Information und mit viel Krach von außen, von den Papageien, die hier im Freien rumfliegen, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wünsche euch eine ganz, ganz tolle neue Selbsterkenntnis, neues Bild, neue Sichtweise auf euch mit dem ganzen positiven Rattenschwanz, der dem Ganzen dann folgt. Und freue mich auf Feedback von euch, ich freue mich auf Geschichten. Vielleicht erlebt ihr schon im Laufe der Woche irgendwelche Geschichten zu dem Thema in positiver Form. Und ich freue mich da auf euer Feedback. Ja, ihr Lieben. Ich freue mich auch auf neue Anfragen zu meinen persönlichen Readings. Die könnt ihr haben. Da kann ich natürlich alles noch ein bisschen sehr viel persönlicher für euch aufbereiten und da auf eure ganz persönliche Situation eingehen. Die Adresse dazu ist unten im Kasten, wie immer. Und ja, dann freue ich mich auf euch und auf nächste Woche. Tschüss!